Hallo zusammen! Wisst ihr, wer dieses Jahr sein 60. Geburtstag feiert? Der oder dat Toast Hawaii. Boah, immer wenn ich dat sehe, da kommen mir direkt wieder hoch. Also Kindheitserinnerungen kommen mir da wieder hoch. Denn so Toast Hawaii, das war damals bei uns aus dem Dorf der Duft der großen weiten Welt. Es gab nichts Exotischeres, als auf eine labbrige Scheibe Toast Schinken und Käse draufzulegen. Und dann, als absoluter Clou, noch frische Ananas aus der Dose. Boah! Aber wie hätten wir es auch besser wissen können? Zu der Zeit war Hawaii von uns genauso weit entfernt wie der Mars. Dabei wurde das Toast Hawaii gar nicht erfunden von so einem unentdeckten Pygmäenstamm, sondern von Clemens Wilmenroth. Das war der erste deutsche Fernsehkoch. Und jetzt kommt es. Der konnte noch nicht mal kochen, der war Schauspieler. Der hat in seine Sendungen immer nur so ein paar Konservendosen zusammengekippt. Dann hat er das umgerührt und dann hat er gesagt, so, das ist jetzt indisches Bohnengemüse à la Florida. Und die Leute haben das wie bekloppt nachgekocht. Ich meine, das kann ich selbst auch. Boah, jetzt habe ich aber trotzdem Hunger bekommen. Oh, ich rieche auch schon, was es gibt. Und zwar germanisches Hackensemble an frühlingsgrüne Feuerpaste. Ja, oder wie der Laie sagt, Frikadelle mit Senf. Ich nochmal. Wenn euch das kleine Filmchen gerade gefallen hat, dann drückt ihr Gefällt mir oder kommentiert es gerne. Oder aber noch besser, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert MyWillTV. Und ihr werdet regelmäßig und gebührenfrei über das Wichtigste informiert. Euer Will.